Ja, ihr habt recht, ich war schon auf dem Wasser, aber für die Aufnahme wollte ich warten, bis das Objektiv für die neue Kamera da ist, weil das kam nämlich genau zu dem Zeitpunkt, als ich im fettesten Schneesturm auf dem Wolfgangsee unterwegs war. Ja, und ob sich die Session heute gelohnt hat, das könnt ihr euch jetzt selber anschauen und wir sehen uns gleich nochmal. Gesehen, es war eine echt nette Session am Wolfgangsee, inklusive Schneesturm, ruppigen Wind, Schnee am Strand und alles, was dazugehört. Der beste Wind war, als der Schneesturm kam, da war er richtig schön stark und konstant, relativ konstant und man konnte was machen, soweit man halt was gesehen hat. Weil das Problem war, wenn du Kickerwelle genommen hast, angeluft hast, du hast einfach nichts mehr gesehen durch diesen starken Schneesturm. Also warst am Blinzeln und so und hast den Absprung gesucht. Ja, und danach, als der Schnee dann aufgehört hat, als das durch war, war der Wind einfach so unkonstant, ruppig und ja, teilweise zu wenig Druck im Neuner und teilweise hat es mir fast die Bar aus der Hand gerissen. Das eine Mal bam, war die Bar oben, ich war gerade zwar noch dran, aber fast die Finger geklemmt am Stopperball. Ja, was noch dazu kam, ich hatte nach den ersten 5 Minuten gleich Trouble mit dem Line Mount, weil mir ist dann gleich einmal der Kite invertiert und die Leinen sind dann direkt am Line Mount vorbei und die Gefahr bestand, dass sie sich da aufreiben. Und dann bin ich gleich raus und notgelandet, wobei das Landen war auch ziemlich scary, weil einfach überall Stempen und Hindernisse am Strand waren und ich den Kite irgendwie nicht safe runtergekriegt habe, konnte noch nirgends anhängen und musste ihn dann letztendlich auslösen, bevor mir die Leinen dann um Stempen rumgewickelt wären. Und ja, zum Glück ist nichts passiert und er ist nirgends reingeflogen. Ja, und so ging es dann auch weiter. Leinwand war dann weg und dann habe ich ihn an einen anderen Steg angehängt zum selber starten. Und dann wurde der Wind noch stärker und ja, war dann beim Landen auch ziemlich crazy dann mit Anhängen an dem Geländer und ja, einfach unter Druck. Und ich habe den Slider, ich muss mir komplett aushängen, Quick Release öffnen und dann kann ich mir was suchen, wo ich den Kite befestige und muss wieder zumachen. Aber unter Druck halt ziemlich schwierig. Ansonsten, ich bin froh, dass ich die Session gehabt habe. Es war echt cool und schöner, also ja, schöner Wind, in Anführungszeichen starker Wind, sagen wir es mal so. Und ich konnte wieder ein bisschen was machen. Ja, gemütlich ist halt was anderes, gell? Aber in diesem Sinne verbleiben wir so und ich würde sagen, das nächste Mal ist vielleicht 1-2 Grad wärmer. Okay, wir sehen uns. Bis bald. Ciao.